Ein herzliches Hallo und willkommen zurück hier beim Krieg der Götter in Conan Exiles mit der Wullemaus. Hi. Hi. Um Coach. Hallo. Und ganz viel Ambrosia. Oder? Du hast schon gebaut, Wulle? Ja. Da hinten ist noch was, da hinten ist noch was drin. Ist noch was drin. Dann schnell. Ja, da laufen noch mehr. Sieht ja aus wie die Schleimsuppe. Ähnlich. Wie nimmt man sich denn eins? Legst du auf den Slot und dann Attacke. Nee, ich meine nur einfach nur eins rausnehmen. Achso. Du kannst mit Shift rüberziehen und dann kannst du sagen, ach, dann einfach eingeben, ja. Aber so eine Kurztaste um eins zu. Das gibt's nicht. Das ist eine Haltbarkeit. Hat nicht mal meine Haltbarkeit, das verdirbt nicht. Regeneriert sich. Was? Ja, lahm. Das Zeug. Wieso? Ja, du hast doch jetzt noch keinen Schaden. Ja, oh, ja? Komm, lass uns mal schnetzeln. Ja, bitte. Weiter? Mach weiter. So, stopp. Jetzt bin ich. Ah, halt! Hopps, reicht. Okay, jetzt. Mal schauen, wie weit wir regenerieren. Oh, Gott, ja, Moment. Schaust so scheiße aus. Also, ich du war hast beim gar kein Drittel. Nas mehr. Ich war beim Drittel. Ich hab eins genommen. Es heilt ungefähr ein halbes Leben. Mhm. Okay. Das ist gut. Ja. Dann ist es quasi gut während des Kampfes, so? Ja, es heilt, ja, es heilt relativ schnell in Schritten. Also halt nicht auf einmal, sondern es tickt, ne? Aber das in relativ schnellen Schritten, also das ist sehr, sehr gut für einen Kampf. Ja. Auf jeden Fall. Sollte man das immer auf dem Quickslot haben? Ja. Das sollte man in großen Massen, also jetzt, dann sollte man jetzt wirklich die Leute killen gehen, dann baue ich mir auch noch so ein Ding. Ich habe nur gerade ein paar Bauteile fertig noch, die will ich gerade noch verwursten. Und dann gehen wir los und killen. Das Problem wird jetzt sein, wenn das echt noch ein Fehler ist hier mit dem. Wegen der Aufwertung, ne? Ja, obwohl, da holen wir ja durch, wenn wir Ambrosia herstellen, kriegen wir dadurch auch diese Münzen. Das müsste reichen. Ja, dann geht das. Das müsste doch funktionieren. Dann müsste man halt Ambrosia in Massen, aber so häufig kriegst du jetzt das Zeug ja dann auch nicht raus, oder? War doch. Obwohl, doch. Das war jetzt bei jedem Gegner eigentlich, ne? Ja, ja. Also, das ist gut. Aber dann können wir das Menschenfleisch wegklappen, also dann brauchen wir das nicht. Ja. Kannst du, Coach, schon Fackeln herstellen oder soll ich das machen? Solche Kohlefackeln, dass wir hier drin ordentlich ausleuchten. Kohlefackeln kann ich nicht. Dann lerne ich die noch. Ach ne, ich habe die Schellenfackel. Warte mal, was braucht die denn? Achso, die Schellenfackel kannst du auch. Die brauchst du auch, ist auch nicht teuer. Ast und eine normale Fackel brauche ich dafür. Und die normale Fackel braucht Kohle und Ast. Okay, dann. Ja, okay, dann cool. Gehen wir jetzt erstmal killen und dann baue ich mal so ein bisschen Licht hier. Wenn es recht ist. Oder soll ich erst Licht bauen? Nö. Und dann killen. Und dann killen, genau. Nee, dann machen wir das gerade. Sekunde. Bin gleich soweit. So. Ja, dann. Tun wir mal los. Eine Tür muss ich noch bauen demnächst. So, ich gehe wieder raus. Wulle war noch drin, glaube ich, ne? Nee, ich bin draußen. Ich war noch drin. Du warst noch drin. Ja, ich bin schon draußen. Wenn es heißt killen gehen, ist die Wulle immer von an. Also die rechts, die müssten jetzt schon wieder da sein, rein theoretisch. Wir können auch links hinter den Felsen, da ist doch, glaube ich, ein richtiges Dorf gewesen, oder? Ah, das sind aber mehr wie vier, also. Und ja, das sind auch. Naja. Ja, dann, okay. Ich dachte halt nur, lohnt sich's. Ich wäre auch für Spaß. Mehr wie sterben können wir nicht. Weil hier vier töten, also das hat vorhin nicht mal mehr einen halben XP-Balken gegeben. Wenn man so durch so ein Dorf schnetzeln mit ordentlich Respawn. Also seid ihr jetzt aus dem Haus raus, rechts zu bashen, ne? Ein bisschen rechts runter. Wir können ja jetzt nochmal an die Spitze gucken. Achso, ich wollte doch noch nach dem Dings gucken. Nach dem Sklaven, aber der wird noch nicht so weit sein. Der braucht eine Stunde circa und so lange sind wir doch noch nicht ganz da, oder? Ja, okay, die vier von der Tankstelle sind schon wieder hier. Oh ja, okay. Dann auf sie mitgeblärt. Kommst du zurück? Ja. Gerade so. Ihr nehmt sie auseinander, ich hab das Zeug nicht. Ich finde das schön, dass die Menschen Tierhaut geben. Also das ja. Ist, Tierhaut. Okay. Ich weiß aber. Nicht. Also ich bekomme pro Mensch kriege ich 6-mal diese schwingelnde Essenz raus. Also echt? Genau. Ja, so viel. Und wie viel Essenz brauchst du, um ein? Ein.
Eine für ein Ambrosia. Ich meine ja, wenn ich das eben richtig gesehen hatte. Gut, das Problem, was wir haben, ist, dass wir die Aufwertung, also wenn der Server jetzt aus ist, dann ne, sind die Münzen wieder weg. Das ist ja momentan noch der Fehler. Ja, also müssten wir rein theoretisch sehen, dass wir jetzt auch schon mal aufwerten, den wenigstens einmal heute. Ja, wie willst du das machen? Da hast du doch noch nicht ein Level für, oder? Müssen wir gucken. Also da müssten wir jetzt links hoch, dann kommen wir zum Dorf, oder? Ich würde jetzt zum ja. Dorf. Komm, lass erstmal, uns doch. Erstmal kommen ja wieder die anderen hier vorne. Okay, aber dann gehen wir zum Dorf. Ein bisschen Action hier, komm. Wir sind doch keine Luschen. Ah, nee, das sind ja nur... Achso, hier ist auch gar keiner. Ja, ich hab einen Boden. Wenn du wüsstest, wie sehr mich das beruhigt. Was soll das denn heißen? Dass mich das völlig beruhigt. Das arme Reh. Geht das bei euch auch noch? Ja. Das konnte es bei mir gestern aber auch beim Stream. Da war es tot und ich hab's im Stehen auseinandergepflückt. Nö, das ist. War ja auch nicht jeder. Nö. Macht mal ein bisschen langsamer hier, der Kollege kann wieder nicht. Keine Hat der Ausdauer. Letzte auch die Haustür geschlossen? Ah, nee, ja, der Coach war das letzte. Der Ofen kann weiter brennen, das ist okay. Der braucht auch ein bisschen. Wir sind ja nicht weit weg, wenn es da hinten gleich qualmt und raucht. Naja, Gott. Darum dann hat der aus. Feuermelder versagt. So, wollen wir die, wenn wir schon auf dem Weg sind. Ah, die könnten wir doch noch mitnehmen? Machen hier, die kleinen. Ja, aber wartet kurz ein bisschen aus, 3 Sekunden, bitte. Starr. Wulle, mach das schon. Wulle, das sieht gut aus von hier oben. Komm, hau sie, hau sie. Wulle. Jeder, ja, jeder sollte eine Wulle haben. Warum bist du jetzt gerade 20 Meter nach hinten geflogen? Ja, ja. Hervorragend. Wurde ist immer so ruhig. Hast du Push to Talk? Ich? Nee. Nee? Weil du im Kampf nee. So voll konzentriert total. Ja, ja, im Kampf kann ich nicht reden. Ich hoffe, das stört nicht. Nein, überhaupt hier nicht. Vor, hier vorne liegen lustig. Noch 2 Leichen. Wulle? Hä? Wulle, hinter dir, da liegen ja, noch ja, Leichen. Ja. Hier kommt nicht rumtrödeln da unten. Ja, hier muss schon noch geschafft werden. Ja, hier muss schon noch geschafft werden. Hier sind noch Leichenwulle. Also ja. Das ist ich habe euch beide im Blick hier. Schluder, komm runter und halt's Maul. Nee. Komm da nicht runter. Dann können wir nicht zusehen, wie wir da wieder hochkommen. Das Problem sehe ich auch gerade. Ja, ihr könnt aber unter der Brücke durchlaufen. Ja, komm, Wulle, wir gehen unter die Brücke. Ja, gehen ja. Unter die Brücke. Alter Pennbruder. Pulle-Wulle. Ja. Da wird's die Pulle-Wulle hier. Unter der Brücke. Ah, oh, wenn mal die Pulle-Wulle. Das ist. Oh, da ist ein Nashorn. Wollen wir das zerlegen? Das gibt bestimmt viel XP. Ist es ein weißes oder ein schwarzes? Das ist ein normales. Ja, das kann man kaputt machen. Das schwarze auch. Das hat noch ein bisschen länger gedauert gestern. Und Kuya ist bei gestorben. Hat ein bisschen gebraucht in der Tat. Ah, jetzt hab ich's. Ja. Wow. Ich hauen. So. Da krieg ich mein Digitier. Da kommt noch ein. Da kommt noch ein Dings. So. Aber so viel XP gab das leider gar nicht. Der Coach muss immer noch mal zuschlagen. Ich bin fast am überlegen, ob ich die XP-Rate nicht hochgestellt habe auf der. Das ist so wenig, was wir kriegen. Doch, ja, also. Und so wenig gerade mal die, gar nicht. Echt? Ja, ich find guck mal das irgendwie wenig. Ich schau gerade mal die Servereinstellung. Aber wir sollten nachher vielleicht sowieso mal mit allen reden, weil wenn du willst denn dieses Projekt auch nicht endlos betreiben, ob wir diesen XP nicht vielleicht sowieso noch ein bisschen hochstellen. Ach hier, guck an. Warte kurz, ich bin noch nicht bei euch, ne? Ach, jetzt ist immer eine. Ich sehe überhaupt keinen XP-Bonus. Den. Klopfst du mit dem Kreuz oder soll ich? Ja, ich mach. Ah ja, doch nur EP. Komm, ich dreh das mal hoch eben, weil es noch nichts ist. Es ist ja für alle. Ich dreh's mal entsprechend hoch. Jetzt auch bei der R. Obwohl, ich weiß nicht, wie ist denn das? Da gibt's einen globalen Multiplikator. Ach komm, ich lass das. Dann sprechen wir das nachher durch. Machen wir den globalen Multiplikator über alles einfach auf 5. Find's nämlich auch ein bisschen zu lahm. Ah, hier steht noch wir müssen so ja vorankommen. Wo seid denn ihr? Wieder hoch beim Wasserfall dann? Oh,
Wollo hat mich gerade verprügelt. Du wirst es verdient haben. Ach, hi. Hey, sag mal. Ist da noch was gut? Wo ist denn das Dorf? Das, also eigentlich wollte ich gar nicht zu dem, wo wir jetzt hinlaufen, weil genau hinter uns ist doch eigentlich eins, dachte ich. Nein, hier gewesen. Oben ist das Dorf. Ja, zu dem wollte ich eigentlich gar nicht. Nee, ich habe mich schon gewundert. Ach, du Spinne! Hubel, das ist aber eine andere. Greif doch mal an! Bin doch dabei! So. Die ist nur grün, das ist keine andere. Aua, lass sie auf! Ich geh doch weg, wenn ich die auseinandernehme. Die lag bei mir an der Sicht, lag die 3 Meter hinter dir. Echt? Nö, bei mir lag die genau vor mir. Warum geht die denn jetzt in die Höhle? Wollt ihr noch mehr spinnen? Geh raus da! Wieso? Ich bin doch gar nicht drin. Da sind 30 Millionen Spinnen drin. Ja und? Ja, und? Wir brauchen doch Spinnenseide. Wir brauchen 30 Millionen XP, habe ich gedacht. Ja, ja, aber da geht ihr auf bei der Scheiße. Ach, Quatschen. Echt? Ja, ich warte hier draußen auf euch. Dieser Schisser. Macht das. Dieser Schisser, das gibt's doch wohl nicht. Geh mal ein Hörnerbaby, oder? Aber echt Wahnsinn. Aber warte mal. Und gleich, ich bin tot. Nee, aber man kann doch wenigstens vorne den Eingang machen. Ja, ja, mach mal. Eben. Ja, ja, mach mal. Wir gehen ja nicht kuscheln oder so. Lasst euch nicht aufhalten. Und Stufenaufstieg, da sag mal einer was. Ja, geht gerade ganz gut. Oh, da kommen noch ein paar Spinnen. Vergiften euch. Ach, ja, uns gibt's da, wo Partei ist. Bisschen Gift. Dort. So. Alles dort. Genau. Schön, dass sie Wundsekret mitnehmen, aber die kriegen keine, die geben keine Spinnenseide. Doch. Ach, doch ein bisschen, ja. Das geben die nicht so viel, aber sie geben. Ach super. Eine ist noch da, guck mal. Ja. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Und da kommt noch eine, jawohl. Jetzt sollten wir aber bald raus, weil meine Waffe bald kaputt ist. Dann habe ich ein Problem. Ich habe noch Halbwaffe. Wir können noch ein bisschen. Tot. Oh, aufgestiegen. Es geht zur Therapie, ne? Du verpasst was hier. Da unten ist ein Dorf, ne? Ja, da gehen wir jetzt nicht hin. Also, das war okay jetzt hier oben. Da haben wir jetzt die müssen wir noch zerhacken. Ja, sehe ich auch gerade so. Oh, da kommt noch eine. Kannst du sie? Ich habe keine, wie gesagt, meine Waffe. Wenn wir jetzt noch ins Dorf gehen und meine Waffe. Mimimi und so. Jetzt Stufenaufstieg. Juhu. 5 Spinnen, Coach, eine darf Stufe, ich mal kurz was loswerden? Ja. Mimimi. Ja, ja. Mal dran erinnern. Ui, da ist noch eine hinter mir. Zwei noch. Wenn du jämmerlich sterben wirst. Bring noch Spielzeug mit. Okay. Oh, viel. Was? So. Irgendwie auf T gedrückt. Ach du grüne Neune, habe ich viel Scheißdreck einstecken. Ich muss ja, mich ja, das ganze Wildfleisch. Ja. Hier kommt schon wieder Spinnen. Ton. Und ich bin halt nackt, das muss ich jetzt leider zugeben. Mach mal weg. Die haben mir meine Rüstung ganz schön kaputt ge... Mach mal weg da. No. Ja, also ich habe nur noch Viertelschwert, ne? Aber naja, wir müssen jetzt auch, ich wollte sagen, wir müssen jetzt auch zurück. Mein Schwert ist auch. Ihr müsst sie zerhacken. Wir brauchen Seide. Ja, das ist richtig. Ich habe aber auch einiges an Seide mittlerweile. Mhm. So, hier gibt's mal wieder einen Wundersack. Guck. Ja, der immer dicker wird. Sehr schön. So. Ist ein Wundersack als ein Wundensack, ne? So, also. Komm, dann gehen wir jetzt. Wollen wir die gelben Blümchen nicht noch pflücken? Wofür? Ja, die brauchen wir auch. Ja, wofür sind die denn? Damit kannst du auch so Heiltränke herstellen. Ach, die sind gelb. Okay. Au. Bitteschön. So, ach, das war doch gut. War doch effektiv. Ich bin
Was? Ja, ich wollte eigentlich oben wieder lang gehen, aber dann mein Charakter hat andere Pläne gehabt. Hier unten ist doch auch super. So, komm, wir zeitgleich laufen. Ach guck, da sind sie wieder da. Ich wollte gerade sagen, da vorne ist was respawnt. Meinst du, kriegen wir noch hin? Also mein Schwertchen ist nur noch so ein Schatten seiner selbst. Komm her hier. Naja, die Coach Seins ist ja noch fast jungfräulich. Nein, mein Schwert ist auch fast im Eimer. Ach, netter mal ansatzweise. Natürlich ist das fast kaputt. Durchs pure Anstarren. Ey! Der haut mich, der Kröbel. Das ist unglaublich, oder? Und warum? Mach mal lieber die Leiche. Hab ich schon. Nee, die liegt noch bei mir. Ja, macht ja nichts. Ich krieg ja auch nur einmal. Ach so. Und danach kommt nur noch normales Fleisch dann raus, oder wie? Mhm, genau. Und Haut. Ja, und Haut. Aber Haut habe ich auch schon. Ja gut, Haut dabei. Auch mal. Kroko. Ja, hau mal weg. Ich habe mal eben den Stein weggehauen. Ja. Passt schon. Das ist wirklich Qualitätsware, die du da geschmiedet hast, ne? Also haut mal einmal gegen den Stein. Ja, du haust die Dullagenei. Was? Ey, was? Jetzt bin ich auch raus. Dullagen. Kerben. Beulen, Kerben, Ritzen. Ah. Ja, da war ich jetzt auch raus. Wo kommt denn das Wort her? Fränkisch. Ist das Fränkisch? Dullage. Ah, gut, Dullage. Dullage. Hätte ich eigentlich drauf kommen können. Es ist... okay, so langsam wird's eng mit meinem Schwert. Wo seid ihr? Über den Fluss. Anderen Flussseite, okay. Ja, du läufst direkt auf uns zu. Und parallel zu dir läuft die Hyäne. Hinter dir sozusagen. Oh, was, aber. Kommt die. Hinter dir. Was? Hinter dir. Ach, da, hinter. Hinter dir. Was denn ich, wohin ist? Seht ein Steher mit einer Rolle Klopapier. Ach, du Hilfe. Das waren die Hits im Kindergarten. Viererpack. Ich nehme dann die anderen zwei, okay? Quattro Hyena. Hyena? Ja. Das war doch okay. Habe ich bald schon wieder ein Level? Mal gucken, was haben wir denn jetzt? 14 immer noch, nur. Ich dachte jetzt schon 15. Ja, 15 wäre toll. Soll ich dir was sagen? Ich bin 15. Ich bin auch 15. Warum? Ich bin hier die ganze Zugucken, Zeit. Er durchs Zugucken, weißt du? Er durchs Zugucken, ne? Ja. Ja. Du hört mal auf, hier rumzujammern. Was ist denn mit dieser Beweglichkeit? habt ihr da drauf gelevelt? Ich glaube, ich habe auf alles ein bisschen was gegeben. So. Beweglichkeit habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Eben, das ist, wenn die Bewegungsfähigkeit mit verschiedenen Kleidungsarten, das ist so ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich glaube, das hat was damit zu tun, wenn du später diese schwere Rüstung hast, dass deine Stamina nicht ganz so schnell abbaut. Ach, dass du damit schneller bist oder nicht, die Stamina weggeht, ja, das ist natürlich möglich. Was haben wir schon mitgebracht? Ei, Una, Alter, ist voll. Wenn da los? Ja, muss ich noch ein paar Kiste bauen. Ich habe ja auf der anderen Seite noch Lager quasi. Ja, aber Münzen haben ja vielleicht schon echt toll, ne? Viele. Und damit beschwört man, glaube ich, dann den Gollum. Na, mit den Münzen brauchst du erstmal für die Erweiterung. Und ich glaube, wenn du dann die größte Erweiterung hast, dann kannst du mit den Münzen bestimmt auch den anderen Knechter Gollum anheuern. Oh, ich habe dieses tolle Fleisch. Soll ich das mal in einen Griller schmeißen? Welches tolle Fleisch? Na, dieses exotische. Das durchgrillen. Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Hunger weg auf einmal. Ne? Ja, das füllt das fast komplett, also wenn du leer hast. Das ist ja das aus dem Nashorn, ne, das Zeug. Ach, nicht die Fackel, das Holz will ich da rein. So, jetzt. Und an. Gut, dann gehe ich jetzt noch ein paar Kisten bauen und ein paar Dings brauchen wir auch noch da oben. Also ich muss meine Klamotte reparieren und mein Schwert reparieren. Die Tage ist noch fast unberührt. Das mit den Blocken funktioniert, glaube ich, noch nicht so ganz, ne? Nicht so, wie es soll. Irgendwie also es ist halt... Das Schild ist saumäßig schnell kaputt. Das ist so eigentlich der Hauptkritikpunkt, den ich habe. Da blockst du zwei Schläge und dann sagt das Schild nö. Ich habe keine Lust mehr. Ja, vor allen Dingen hauen die dir auch schnell die Sachen aus der Hand, also das Schild auch. Ja. Da
jetzt kannst du manchmal gar nicht nachgucken. Gut. Löp, jetzt schauen wir mal, was unser Sklave macht. Ja, geh mal gucken. Er ist fertig. Also total verrückt, gell? So, dann bauen wir den schon mal auf. Aufholen? Ja, ich baue den hier mal neben die Tür, oder? Du schaffst das, Sklave. Du schaffst das. Achso, so aufbauen. Habt ihr euch durchrepariert? Ja. Auch die Klamotte? Oh, der ist aber... Der ist aber ja, doch, wohl doch. Der sieht ja schick aus. Da traut sich keiner rein. Das soll ein Krieger sein? Ja. Geh mal weg, Wulle, der steht gerade auf deinen Schultern. Das war gerade lustig. Du bist mir genau vorgelaufen und auf einmal stand der auf dir drauf. Sehr gut. Unser Wachmann. Hä? Oh ja. Wenn das mal nicht hier... Das ist eins. Er wacht unsere Basis. Niemand wird jemals an Heinz vorbeikommen. Heinz ist der Bruder von He-Man, kann das sein? Heinz, der Erste, ist der rothaarige Bruder von He-Man. Der Frisur nach auf jeden Fall. Ja. He-Man war blond, ne? Ja. Huch, jetzt habe ich ihn aufgesammelt. Ich wollte gerade gucken, ob man den irgendwie ausrüsten kann. Der rüstet sich aus, sobald hier Feind ist. Das passiert automatisch. Der hat eine Waffe bei sich. Aber keine Rüstung in dem Sinne, sondern irgendwie nur das, was er anhat. Nur das, was er anhat. Wenn du stärkere willst, musst du auch stärkere abschleppen. Ja, dann bin ich mal für stärkere abschleppen, ne? Ja, wir brauchen ja eh noch hier die Bogenschützen. Leveln die irgendwie? Wisst ihr das schon? Nein. Leveln? Denke auch nicht, ne? Das ist ja schwierig. Ich glaube, die können nichts einfach so. Also, so wie der aussieht, kann der wahrlich nichts. Da bin ich voll auf deiner Seite. Also, der kann vielleicht die anderen zum Lachen bringen und das war es dann auch schon. Die brechen vor Lachen zusammen. Naja, gut, ich meine. Tod ist tot, ne, egal aus welchem Grund, aber. Ja, sagen wir es mal so. Wenn der die nur so ein bisschen beschäftigt und wir in der Zeit zwei Schläge mehr machen können, dann hat er seinen Zweck ja schon erfüllt. Ja. Auch wenn ja. das hart klingt, aber. Ja, wenn wir uns jetzt auch noch dann nochmal so 1, 2, 3 bis 10 Bogenschützen holen, dann ist das ja auch. Ja. Dann ist er ja auch nicht ganz so alleine. Ja, da oben, wo der steht, ist eh der Bogenschütze besser. Ich würde die dann die Nahkämpfer unten dann auf die Treppe stellen oder an die Treppe vielmehr. Ja, möglichst weit vorne, dass die. Richtig, dass die gleich Alarm schlagen sozusagen. Ja. So, ich hab Durst, ich hab Hunger. Ja, und du bist müde. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist sonst alles gut. Wundsekret, ja. Das kann auch erstmal irgendwo hin. Warte mal, ich mache jetzt gerade neue Kisten. Lass uns die dann entsprechend gleich sortieren. Bau das hier gerade zusammen. Mach weiterhin die kleinen erstmal, ne? Das ist jetzt. Sinnvoller immer auf die großen warten. Ja, vor allem für die großen brauchst du, wie gesagt, auch arschvoll viel. Guck mal, wir haben uns doch jetzt so ein schönes Lager hier gedingens. Da können wir Millionen Kisten hinstellen. Scheiß drauf. Ja, gut, Millionen. Naja. So viel ist es jetzt leider nicht, aber das kriegen wir schon, ja. Aber wir haben ja noch eine Zwettzeit. Und dann mache ich da drüben noch welche. Und außerdem kann man ja auch einmal komplett rumrum gehen. Also bitte, das reicht doch an Gießenzeug. Bitte. Oh, da drüben ist noch. Wir brauchen ja keine Festung, wir brauchen ja bloß einen Unterschlupf. Nö, das ist richtig, dass man nur da halt für alles was hat. Das ist wichtig, dass man alles so ein bisschen auf Vorrat hat. Insbesondere dann halt Waffen und Rüstungen dann auch sich rausnehmen kann irgendwo. Und wenn man mal stirbt, ne? Was uns nie passieren wird. Nee. Wenn Coach sich raushält, passiert uns das nicht. Xa! Ich möchte das Team wechseln. Ich werde hier gemobbt. Xa kann dir da auch nicht helfen. Unglaublich. Mobbing. Ich werde mich jetzt aus jedem Kampf raushalten. Ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Nie wieder was machen beim Kämpfen. Ja.
Jetzt sehen wir, was ihr davon habt. Zack, das da rein. Hier ein bisschen Stein rein. So, was habe ich da noch? Mauern. Mauern brauche ich gerade gar nicht. Tun wir die in die fertige Kiste. So. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir keine Ambrosia haben, ne? Ja, Ambrosia wird schon heftig, ja. So. Das Ganze... Ach so, diese ganze Essenz. Das Essenzgedöns lerne ich ja automatisch, wenn ich den Feuerkelch dann mache, ne? Jetzt ist hier... jetzt. Was? Essenzgedöns? Ja, die Feuerschale. Naja, wenn ich die Feuerschale erlerne, so ein Zeug ist ja mein Dingens, dann ist ja das Essenzenzeug, wird ja dann da drin angezeigt, was ich herstellen kann. Da kannst du, aber zuerst kannst du nur dieses Aloe-Zeugs machen. Das ist bis jetzt das einzige Essenzenzeug, was du machen kannst. Hier in der Werkbank sind Eisenschutzschilde. Yay! Ich hätte auch gern so eine Eisenpike. Die machen nämlich auch die, ganz die Piken, arg die, Aua. Die, da wäre ich auch ganz dafür. Also Pike, ganz dringend. Pike. Verstehe. Ja, so ein Speer halt, ne? Das meine ich. Nein, nein, mhm. Es gibt Speer und es gibt Eisenpike. Ich glaube, die Eisenpike ist besser als der Speer, oder? So, vom Damage. Warte, ich hatte bisher immer nur das Speer und war sehr zufrieden. Haben wir mittlerweile hier schon ein Lagerfeuer hier oben, ein Kochfeuer? Wenn du es nicht gebaut hast, nicht, nee. Jetzt könntest du eins machen? Ah ja. Dann gehe ich jetzt mal Türen bauen. Was brauche ich dafür? Holz und Zwirn wieder. Okay. Wir brauchen verstärktes Metall. Läuft das schon? Wofür? Für die Feuerschale. Ach so, ja, musst du aber noch ein bisschen was mehr anstellen. Aber wie gesagt, das braucht auch. Das braucht auch ein paar Monde, bis das fertig ist. Ja. Ah, ich muss gleich noch meine Waffe reparieren, sehe ich gerade. Feuer wird gebaut. Hau doch ab! Also die Hyänen hier vor der Nase ist echt übel. Wie viele Türen brauchen wir noch? Zwei oder drei? Ich sehe nur eine, die... Ne, zwei. Zwei. Zwei, okay. Einmal links, einmal rechts. Das habe ich. Dann kommt jetzt noch ein bisschen Stein. Ey, wo kommt denn immer das Gammelfleisch bei mir her? Das gibt's doch gar nicht. Ach Gott, da unten habe ich noch mehr. Ja, wahrscheinlich, ich denke ne? Die ganze Zeit, wo kommt denn das her? Hast ich habe doch nicht nichts mehr mit mir. Ja. Da unten war noch was. Ich habe echt schon gedacht, hier, was ist da los? Dumpti-dumm, na komm. Ach, dass ich mich wieder bewegen kann. Bin ich überladen, ist ja übel. Fleisch haben wir genug. Was sagt denn die Folgenlänge so? Die Folgenlänge sagt so la la la. Und haben sie das gesagt? Ein bisschen dürfen wir noch. So, mal das. Achso, und die Fackeln wollte ich auch noch herstellen. Gerade, was ich alles herstellen will. Ja, aber wieso? Ach ja, die Fackeln brauchst du. Wandfackeln an ja, in genau. Der Basis hätte ich schon ganz gern. Ja. Oder meinst du, wir sollen sie dunkel lassen, dass sie die anderen nicht finden, so richtig im Dunkeln? Nee, ist schon okay. Denke auch. Ich hatte nur gedacht, du kannst doch die Schellen fackeln, aber dafür brauchst du ja die andere Fackel. Genau, das ist es. Der Wolle hat voll voll gemacht. Was hat Wolle gemacht? Voll voll. Feuer. Ach, Feuer. Ich wollte gerade sagen, kann dir mal vorkommen. Ich hoffe, du warst auf dem Klo dabei, oder? So, und... Zack. So.
wir doch hier vorne. Unten müssen wir noch ein bisschen. Naja, mit ohne Holz brennt die Forge, Annette. Dann gehe ich jetzt mal Holz hacken. Gott, wozu habe ich Männer? Ich war gerade ganz viel Holz hacken. Ich habe Türen mitgebracht. Und Stein hacken war ich auch. Und überhaupt. Was weiß ich nicht, alles war. So. Es ist nur alles immer so schnell verbaut. Das ist das Problem. Ja. Gut, das haben wir. Jetzt noch die Decke. Dann ist unsere Basis fertig, Leute. Also zumindest das Häuschen. Ja. Oh, ich habe jetzt irgendwo ein Dach hingebaut, wo keins hingehört. Hat Plong gemacht. Ah. Ja, warum auch nicht? Kann man machen. Nehmen? Sandsteindecke nehmen? Ui, ne. Komm her. Ich habe hier was für dich. Das hier nehmen. Sieht gut aus. Es wird. Es wird. Jetzt müssen wir hier draußen noch ein bisschen ummauern. Überleg noch, ob ich vom Vorbau bis zu diesem Felsen. Aber es bringt uns ja eigentlich fast nichts. Wie, weiß jemand, wie weit die Bogenschützen schießen, die NPC? Also wenn wir Sklaven haben? Die NPCs werden die wahrscheinlich schon gut weit. Ja, ich wollte sagen, die schießen ja. Die haben wir schon immer sehr weit geschossen. Warte mal, bist du. Wer ist denn hier? Wulle? Coach, ja. Wo bist du? Ich bin weg. Das ist gut. Wulle. Kommen Sie mal her. Gehen Sie mal her. Ja. Jetzt mal vorgestellt, man würde hier raus in Richtung Felsen vor uns hier, ne, vor diesem riesigen Berg. Ja. Foundations rausbauen, hier wo ich stehe. Mhm. Glaubst du, die könnten bis hier runterschießen? Bis da zum Baum oder so? Auf jeden. Das heißt, wenn wir da so ein ganzes Bataillon an Bogenschützen die schießen, hätten, denke ich, sogar bis da runter zu der Palmengruppe. Echt so weit? Glaub schon. Also meinst du, es wird sich lohnen? Also hier zum Strand weiß ich jetzt nicht, weil das ist schon arschhoch. Das ist sehr, ne, weit, ja. Das glaube ich nicht, dass die da runterballern würden. Aber dass die hier vorne den Eingang verteidigen würden von hier? Ja. Wenn das noch nach rechts ginge, ja, das schon? Ich hoffe bloß, die haben das gefixt, dass sie nicht unser Haus selber kaputt machen, ne? Ja, mit Pfeilen doch nicht, oder? Oh ja. Aber, ja, aber die schießen ja jetzt erstmal da runter. Ja, das werden wir dann ausprobieren, aber zuallererst bräuchten wir dafür auch Bogenschützen, also haben wir da auch wieder eine Mission. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da unser Sklavenrat jetzt frei ist, würde ich sagen, haben wir eine Mission. Ja. Bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss. Ciao.